Schön. Ja, wir sind immer in Skandinavien. Und das Tolle, mit deinem Wohnmobil darfst du da überall wild campen. Klasse. Mhm. Und wie ist das da so mit Mücken und so? Ja, das kommt ein bisschen auf dich an, nicht? Wenn du sie jetzt anlockst. Anlocken wie? Ja, so durch deine ganze Art, der Geruch. Und wenn du Angst hast, das spüren die sofort. Oh. Die haben Angstsensoren. Verstehe ich schon. Ja, die. So, das muss jetzt aber wirklich ganz wichtig sein. Sie sehen doch, was hier los ist. Also, mein Mann, der geht immer so oft verloren beim Einkaufen und so. Vor allem auf dem Wochenmarkt. Und da wollten wir jetzt gerne einen Familienpfiff beantragen. Dann wollen wir doch mal gucken, was wir überhaupt noch da haben. Vielleicht was aus der Classic Line. Da könnte ich Ihnen den Tropical anbieten. Ich müsste dazu auch noch sagen, dass mein Mann nicht so gut pfeifen kann. Also im Grunde gar nicht. Also er kann eigentlich fast gar nichts. Also wenn er tatsächlich eine behördlich attestierte Pfeifeinschränkung hat, dann kann ich Ihnen was aus der Low-Talent-Line anbieten. Okay. Rollercoaster vielleicht. Das ist doch machbar. Absolut. Allerdings sind wir dann jetzt angehalten, jetzt und hier zu überprüfen, ob beide Erschienene gleichermaßen den Pfiff beherrschen. Nicht? Also das ist Voraussetzung. Tja, also, dann bliebe da eigentlich nur noch der Numb Girl. Jetzt reiß ich aber dieses Mal zusammen. Mhm. Ja! Bitte schön. Na also, hier noch einmal unterschreiben, bitte. Gerne. Und dann dürfen Sie, bitteschön. Sag mal, hattest du den neulich schon rausgegeben? Frau Polzin? Also, ich mach jetzt Mittag. Kommst du Mittag, Schubert? Ich komm Mittag.